hier erst nicht, ey. When did it all go wrong? So, renn einfach. Renn einfach, ist mir so egal. Komm, knutsch die Wand, die eigentlich nicht da ist. Oh, cool! Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich hab echt keinen Bock mehr auf dieses Game, Mann. Dieses fucking Game, ey. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie lange ich schon aufnehme zu diesem Zeitpunkt. Ich habe nicht die allerkleinste Ahnung. Aber es dürfte doch schon beinahe die doppelte Länge sein, oder? Von dem ersten Teil. Ich schätze hier bloß blöde rum. Du musst ja hier rennen. Du musst doch rennen, um später schnell genug zu sein. Ey, solche Level mag ich nicht. Wo man echt. Das ist eine Scheiße, ist das, ey! Ist das eine Scheiße, Alter! Ich hatte schon lange kein Spiel mehr, wo ich mich aufrege. Also, ich bin ja noch lange nicht an dem Punkt, wo ich komplett ausflippe. Ich nehme das immer noch mit Humor und lache ja auch stellenweise. Aber die Geduld wird hier doch ziemlich auf die Probe gestellt. Ja, ja, ich krieg mein Herz sowieso wieder da unten. Also, oh, okay, den Versuch können wir auch schon wieder fast schenken. Das ist schon wieder. Er ist auch tot. Oh ne, noch nicht. Aber ich werde es nicht schaffen. Ich werde es jetzt von dem Punkt aus nicht mehr schaffen hier. Ich hasse dieses Game langsam. Langsam fängt es echt an, richtig zu stinken. Wie lange werde ich jetzt mit diesem Bosskampf sitzen? Ich werde hier nichts rausschneiden. Ist mir egal, wie lange das dauert. Das Spiel ist so kurz, eigentlich, dass ich mich weigere, was zu schneiden. Das sind hier keine 20 Folgen. So, wir sehen nicht, wo wir gegenrennen. Oh, super. Naja. Ist doch echt scheiße. Ist doch scheißegal alles. Boah, ist das spannend, ey. Das ist beim 10. Mal genauso aufregend wie beim 1. Mal. Eigentlich ist es noch aufregender, weil ich mich ja aufrege mehr und mehr. Und ich kann ihn echt nicht treffen vorher. Warum denn nicht? Kann ich nicht seine komische. Nein, ich kann nichts treffen. Seine Säge kann ich auch nicht abschießen. Kann ich sein Grinsen abschießen? Ich weiß nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man. Ich muss komplett wegrennen. Doch. Ja, komm. Ey. Oh, warte, jetzt sag mit. Nein! Nein, ist das scheiße! Ist. Ey, das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das Spiel schon die Regeln ändert. Du kannst mir nicht erzählen, dass das Spiel schon wieder die Regeln ändert. Das glaube ich jetzt nicht. Als ob die Rakete plötzlich sowas aufspringen kann. Ey, das ist wirklich, das ist doch sowas von zum Kotzen, Alter. Die ganzen Tode hätte ich mir alles sparen können, hätte ich das gewusst, ey. Ach, scheiße. Ja, fuck, ey. Jetzt wird es trotzdem noch lange dauern, wegen der Stellen da. Hätte ich, ey, wirklich... Woher willst du das denn wissen vorher? Woher willst du denn vorher wissen, dass das Spiel die Regeln ändert und du plötzlich sowas aufspringen kannst? Das ist genau bis aufs Detail die gleiche Waffe, die wir auch vorher hatten in den normalen Stages. Und jetzt auf einmal kann die sowas aufspringen. Ist euch mal aufgefallen, dass jeder einzelne Bosskampf irgendwas richtig Dummes hat? Na gut, bis auf den Wurm. Ich glaube, beim Wurm war eigentlich alles noch halbwegs okay. Der zweite Boss, da musste man dann irgendwie bis ganz nach unten fassen, die Lava, und dann konnten wir Sprungfeder benutzen. Hier kannst du plötzlich die Waffe anders verwenden. Also diese Bosskämpfe sind echt merkwürdig. Oh, ich spreng mal so auf. Ja, ich muss so. Ich muss so durch. Ja, wie gesagt, hätte ich das jetzt von Anfang an gewusst, wie das funktioniert, hätte ich dieses Spiel also jetzt nicht blind gespielt, dann wäre das hier relativ schnell erledigt, klar. Aber ich spiele es nun mal blind. Oh.
So, wie lange wird dieser Weg noch sein, frage ich mich. Vor allem, weil ich da wieder tot bin. Es hilft mir nicht mal, Leben zu kriegen. Ich muss ja, wenn ich sterbe, sowieso wieder von vorne anfangen. Oh, ein Herz. Oh, wie lang ist denn dieser verdammte Weg, bitte, ey? Oh, hier runter. Was? Ach so, okay, der läuft über mich drüber, ne? Der läuft über mich drüber. Hab ich gewonnen? Ist der einfach weg? Oh, nee. Nein, nein, ich muss ihn doch noch fighten. Was soll das jetzt? Hä, kann ich hier unten bleiben? Nein, kann ich nicht. Okay, dann muss ich jetzt fliehen, sobald er den Move macht. Ich weiß aber, was ich zu tun habe immerhin. Junge, das schaffst du doch gar nicht vom Timing. Ich muss einfach hoffen, dass die beiden Leben, die ich jetzt noch habe, irgendwie ausreichen. Ja, ging doch dann. So, auf einmal fällt er auf mich drauf, aber er tötet mich. Was hier? Ach! Was ist das? Mann! What the fuck? Ey, geilo. Das ist ja fast auf Semi-Moon-Base-Niveau, die Mucke gerade. Wie cool. Was ist denn jetzt los? Also das gefällt mir gerade mit der Mucke. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich diese Laserkanone nicht töten kann, also in Anführungszeichen töten kann. Oh, das sieht lustig aus. Der kann mich da ranhandeln an solcher Leiter. Was ist das hier? Das geht so noch nicht aus. Oh! Oh! Wie macht man das? Ah, ich muss nach unten drücken und dann dreht er da dran. Oh, lustige Mechaniken. Also. Was ist das da links unten? Und warum bin ich gestorben? Durch einen Blind Jump? Wow. Man kann sich ja so ein bisschen am Geräusch orientieren, wenn die schießen. Also prinzipiell habe ich bisher nichts an der Welt auszusetzen. Die ist spektakulär. Bin ich denn gerade so hochgesprungen? Die sieht bisher echt sehr cool aus. Soll ich das nochmal machen oder ist das weiterhin offen? Nee, ist offen. Ich habe gerade das gleiche nochmal gemacht. Ist auch kein Wunder. Wer rechnet denn damit, dass da ein Blind Jump ist? Bin also zweimal auf diesen Scheiß reingefallen, auch nicht schlecht. Ey, ich bin da runter. Moment, wie kann man. Kann ich hier nicht. Nee, ich will. Moment, ich bin doch da oben. Wo war ich denn? Oben war ich nie, oder? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Nee, so nicht. Shit! Gibt's hier nicht noch irgendwie einen Weg da? Ach so, von der anderen Seite. Ja, aber da ist doch trotzdem noch so ein komischer Gegner da unten. Mann! Ich check hier gar nichts mehr, ey. So, wir waren jetzt ja Blind Jump. Ich hab's schon wieder vergessen. Der Blind Jump kommt jetzt, ne? Ja. Also, wenn man die Plattform natürlich so sieht, wie sie gerade ins Bild kommt, dann kann man sich ja denken, dass da was ist, wo ich drauf muss, aber.
wenn ich dann gerade so ankomme und die Plattform nicht im Bild ist, dann ist das scheiße. Was, muss ich jetzt so darüber springen? Ja. Oh nein, ich bin tot. Oder nicht? Geh doch weg da! Wieso? Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts mehr machen bei der Animation. Er war durch. Ist das jetzt wenigstens offen direkt? Ja. Was ist das da oben? Ich höre irgendwas Komisches. Aha, da ist er. Nee, das ist das, was schießt. Okay, ich würde dann mal verzichten, da oben lang zu wollen. Oh, was soll das denn? Ganz ruhig. Mann! Da wollte ich wieder zu viel. Aber ich muss die Leiter wechseln von da dann. Okay. Scheiße! Das ist die Aufladekacke. Oh, wie viel sind denn da? Das ist doch bescheuert, ey. Was ist das für eine Scheiße? Wenn du da nicht gerade den richtigen Moment hast, wo die alle perfekt stehen, dann bist du weg. So. Und jetzt trotzdem noch einer da. Ich kotze, ey. Ja, wie hüpfst du denn mit dem Gleiter hoch, du Pack? Oh, jetzt bin ich hier fast aus dem Timing rausgekommen, weil ich mich nicht konzentriere. Penner, ey, der ist gerade irgendwie straight nach oben gejumpt, statt auf die andere Seite zur anderen Leiter. Ich weiß, dass wir noch. Oh, doch nicht. Dann lade ich den Schuss jetzt eben auf. Bis auf weiteres. Was? Ich hasse dieses Game, ey. Ich sag das nur so immer fake, ja? Es macht immer noch Spaß, überhaupt keine Frage. Aber wenn du halt solche Stellen hast, dann bist du in dem Moment gerade. Wer darf die erste Stage gleich nochmal spielen? Ich! Muss ich das mal reinziehen? Hätte ich jetzt nicht genau ein neues Leben bekommen mit diesen Rubinen, dann wäre ich jetzt schon Game Over gegangen wieder. Und es geht noch weiter natürlich. Jetzt muss ich ja wieder an irgendeinem Rad drehen, ey. Oh, ist das geil, du. Also bitte, ey, Leute, das macht ja Fun. Da ist ja Zany Moonbase nix dagegen. Hier ist ein Herz für mich dann. So, jetzt schön hier hoch, Alter. Ah, was macht der denn? Dieser Scheißleiter, ja. Ich muss das auch noch haben. So viel wie möglich. Auch wenn ich nicht mehr glaube, dass ich noch genug einsammeln kann hier in dieser Welt.
dass ich noch ein Leben erhalte. Also in dieser Stage, meine ich. In der Welt wird es noch genug geben, aber ich muss dieses Stage hier noch schaffen. Ja, so hat es jetzt funktioniert. Warum ging das vorhin nicht? Und das war klasse. Das war richtig klasse. Ich war so gut wie am Ende der Stage, nicht wahr? Ich war so gut wie am Ende der Stage. Und alles nochmal. Und damit das LP in die Länge ziehen. Wir ziehen das LP so hart in die Länge. Sehr schön.